So, Dr. Savessa hier. Eigentlich wäre mein heutiges Tasting, meine heutige Tasting-Session schon beendet, aber manchmal kommt es anders. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Sorry, ja, jetzt natürlich habe ich jetzt auch schon ein bisschen lallig, vielleicht ein bisschen schon. Es ist schon ein bisschen Bier in mich reingeflossen, klar, aber genau da ist der Punkt. Ich war ein bisschen ja, entsetzt, oder was heißt entsetzt, enttäuscht bisher heute von den was ich mir genommen habe. Also es ist, nichts gegen die einzelnen Brauereien, das sind alles top Dinger, aber irgendwie habe ich mich da heute jeweils dahin gegriffen, wo ja nicht so ganz mein Geschmack getroffen wurde, nach den drei dänischen Bieren, also zwei von Mikkeller und Tuol. Es waren schon okay, waren nice Biere, aber keine Kracher. Waren halt auch zwei Leichtbiere dabei mit der Gose und dem Session IPA. Und das Pale Ale von Mikkeller war halt auch keine Offenbarung. Dann ging es aber weiter mit diesem Farmhouse Ale, das halt dann eher teilweise wie ein Triple geschmeckt hat aus Kalifornien, und dann Kona, wo ich halt auch mehr erwartet hatte von so einer krassen namhaften Brauerei. So habe ich gesagt, komm, eins muss noch sein. Und ja, das waren ja auch zwei Leitbiere dabei mit 3,5 und 3,8%. Da kann man halt auch mal in einer Session sechs Biere machen und jetzt halt nochmal ordentlich anziehen. Und jetzt kommt eine Brauerei, von der ich in den letzten Wochen mehrfach was hatte. Also einmal bei dem Ken XXL Tasting mit Paul waren drei Biere von denen dabei. Dann in der Halloween Box von craftbeer.com waren zwei Biere davon dabei. Also ich hatte fünf Biere oder so. Und zwei oder drei, ich weiß auch noch zwei. Ich hatte schon ein paar Biere von der Brauerei und es waren alle, ja, ganz ordentliche Dinger. Und jetzt habe ich halt gedacht, und da ich jetzt heute auch schon zwar ein Session IPA und ein Double IPA hatte, gönnen wir uns nochmal ein richtig heftiges IPA mit einem Double Dry Hop Triple India Pale Ale, also Double Dry Hop Triple IPA. Double Dry Hop ist immer schön. Ein Hinweis darauf, dass wir es hier mit einem New England zu tun haben, und ich sehe es, ich gucke hin, drei verschiedene Malze, also in dem Fall Gerstenmalz, Weizenmalz und was ist Oat nochmal? Jetzt bin ich wieder raus. Roggen ist Rye, Oat ist ergo Gerste, Weizen. Schreibt es in die Kommentare. Ich komme gerade echt nicht. Oh, Oat, was ist Oat, Alter? Scheiße, Oatmeal, ja. Also, Gersten, Weizen, Roggen. Ist Rye? Das ist schon mal nicht. Roggen, Hafer. Hafer haben wir hier. Genau. Egal. Also, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hafermalz. Hey, ich bin jetzt schon bei 4 Minuten, habe das Bier noch nicht mal geöffnet. Das wird jetzt ein längeres Ding, aber. Ja, bei mir ist immer irgendwo schon auch, glaube ich, die längeren Dinger sind dann auch wirklich die besseren Biere. Weil einfach auch eine Einleitung kommt, wo ich viel erzählen will, kann. Und dann ergießt sich hier eine schöne hazy, hellgelbe Note in mein Glas. Und ich bin hocherfreut. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und ja, schon beim Eingießen kommt ein schöner Geruch. Also, ja, so fast orange schon, aber es ist auf jeden Fall ein Hinweis, so dieses sehr stark trübe, gelbe, helle. Wir haben es hier mit New England zu tun.
Dings Double Try habt. Aber recht unaufgeregt in der Nase. Ist schon fruchtig, aber auch hier bisschen. Wenig Bums dahinter, aber egal, wir probieren. Geschmacklich kommt das sonst. Ah ja. Einerseits Fruchtigkeit, andererseits Hopfigkeit, dann dieser muffige New England IPA typische Beigeschmack. Bam, bam, bam. Geil. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Ja, also ich glaube, weil es halt eigentlich ein Triple ist, so ist und mit Triple IPA mit ganzen 10 Umdrehungen macht dieses Muffige schon auch so sehr viel aus, aber ich finde das halt, es klingt immer so negativ, wenn ich sage so muffig, aber ja, früher habe ich es gern gerbig genannt, ledrig. So ledriger Geschmack ist da dabei, oftmals bei so New England IPAs. Und genau das kombiniert mit dem Hopfigen und dem Fruchtigen ist genial. Und hier auch wieder super Job von Sundance, vom Timmendorfer Strand mit ihrem Eishockey-Logo. Bin mittlerweile sehr, sehr also ziemlicher Fan von der Brauerei. Ist ja noch kein Rheinfall von denen getrunken. Ist jetzt auf jeden Fall das, was ich gebraucht habe nach den vorherigen eher ja, semi-guten Dingern. Macht das hier doch schon sehr viel Spaß. Und ja, aber es ist halt ja, weil es ist wirklich Triple IPA, da ist doch nochmal schwierig. Also es ist sehr, sehr fruchtig. Hat einzelne Früchte rauszuschmecken, weil da kommt dieses Gerbige, was ich gesagt habe, und dann der Bums des Alkohols mit ganz schwierig zu einordnen, aber kann man nichts anderes sagen. Es ist fucking lecker. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gutes Bier.